So, herzlich willkommen zurück, meine Chibis, zu einer weiteren Folge Pokémon Perl. Ich hoffe, heute erreichen wir schön unser Ort, wo wir hinwollen. Mit einem kleinen Stein nicht unbedingt. Ich habe manchmal eher das Gefühl, Gesteins-Pokémon gehören, glaube ich, mit zu den unbeliebtesten Pokémon, glaube ich. Also, wie ich sagen müsste, ich würde sagen, Gestein und ich glaube, Käfer sind so die unbeliebtesten Typen für Pokémon. Ups, und mir fällt gerade ein, ich hätte vielleicht meine Radaren wohl zu sollen. Ah, Mann. Und leider bringen hier Feuertang nicht so viel. Deswegen zur Pause muss ich dich leider korben. So. Mal schauen, was gibt's hier noch so? Da war's. Als ob hier nichts ist, sieht so verdächtig aus. Kleidchen, tut mir leid, aber du bist einfach nicht mein Fall. Es sei denn, einer möchte ich haben, aber bisher, nein, leider nicht. Und echt, hier ist gar nichts? Okay, da bin ich ein bisschen erstaunt. Oh! Lass da bitte was Brauchbares drin sein. Was was cool ist. Schockwelle! Eine Elektroattacke. Ja, schönes Ding. Ja, Schockwelle war, glaube ich, mehr auf Spezial gelegt. Der Berlin aber nicht so pralle ist. Ich bin jetzt mehr die physische Kämpferin, aber kann vielleicht jemand vorher Schockwelle lernen, mit der ich gar nicht rechne? Schock, 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 Schock. Da. Alex kann sogar so lernen. Ich glaube, Alex ist auch mehr die physische Kämpferin. Melissa gibt es ganz sicher nicht. Schau mal kurz, Alex, wie sieht es bei dir aus? Ja. Oh, keine Alex, keine Ahnung, keine Alex. Bei Alex bin ich so ein bisschen überlegen. Gut, Hyperheiler. Oh, wo bin ich denn hier reingeraten? Ich kämpfe gegen alle, auf diese Weise werde ich besser. Ich finde die Herausforderung der Schleiderin, aber zuerst. Oh! Ich bin in den Doppelkampf reingeraten. Nein, darauf habe ich nicht geachtet. Und gegen zwei Ast-Trainer. Ist das das erste Mal, dass wir gegen Ast-Trainer kämpfen müssen? Ach du heilige Scheiße. Ein Pampyro. Oh, das finde ich jetzt aber nicht so geil. Das finde ich aber gar nicht geil. Ja, Silber kann ich knicken, wie es angeht, ist nämlich auch, oh Gottes Willen. Gut, Stampfer auf Charmian, Sprungkick auf. Na Gott, dann geht er auf Chicken und nicht auf Alex. Okay, reicht auch so. Gut, Nummer 1 ist schon mal weg, das hat Alex schon mal gut gemacht. Ja, ein Stampfer. Joa, Chicken. Ist ja gut reingezimmert. Das hast du gut gemacht. Okay. Welches Pokémon kommt als nächstes? Ich hoffe, die haben keine anderen großen Pokémon irgendwie. Ach, Kadabra. Es geht auch immer scheiße weiter, ey. Kampf nicht auch auf Kampf effektiv? Oh, Alex! Halt durch! Halt durch, Alex! Oh, Gott sei Dank! Toll, jetzt kann Schicken kein Stampfen mehr einsetzen. Ja, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht, so ein Dreckmist. Ich mag Alex aber auch nicht verlieren.
Ist jetzt alles jetzt auf Ruxukip. Ja, Alex, gut gemacht. Mit Ruxukip Pampyro weggemacht. Geiles Ding. Gegen wen? Gegen Chicken. Chicken, es tut mir leid. Weißt du was? Sammy, das ist dein Moment. Oh, als ob ich es gerochen habe. Garados, scheiße. Gut, Line wäre ein bisschen besser geeignet, aber komm. Sammy war so lange schon nicht mehr da, der muss dann gleich wirklich gegen die dicksten Gegner ran. Wenn es jemand schaffen tut, dann Sammy. Rasierblatt auf beide und Alex macht jetzt mal einen schönen Ruckzuckieb auf Kadabra. Ja, geh ruhig auf Sammy. Ich glaube, der hält das aus. Das war bezieht sich, ich glaube. Oh nein, die Fuchtler. Nicht Fuchtler. Oh nein, 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 Alex. Oh, Fuchtler ist so eine dreckige Attacke. Ich mag keinen Fuchtler. Ah, super. Weißt du, Garados hat den Flugtipp. Kann, glaube ich, bis auf Sprungfeder keine einzige Flugattacke. Und jetzt geht er mir damit auf den Sack, ey. Hier läuft doch was falsch im Pokémon-Universum. Gut, dann mach mal Rasierblatt und mach mal Biss auf Kadabra und Ine Funksprung auf Garados. Komm, den musst du jetzt wegkriegen, Hase. Sammy, halt durch, bitte. Als ob das viel schneller ist als Line, willst du mich verarschen? Warum ist es viel schneller als Line? Okay, gut, okay, Garados ist schon ein ziemliches Monster, aber trotzdem. Oh, wenigstens die Vielfachschwäche regelt. Wenigstens das. So, komm. Jetzt möchte ich aber auch echt wieder zurück entscheiden, dann bin ich glücklich. Oh, geil gemacht. Geiles Ding, Sammy. Wirklich. Schön gemacht. Das Level passt dir auch verdient. Antonia und Dings, geil, ey. Du hast einen Kampf gewonnen, aber wir beide haben Erfahrung gewonnen. Die haben aber, das waren bisher die stärksten Gegner. Du hast meine Zuversicht erschüttert. Also von den Pokémon her haben die bisher die stärksten Pokémon überhaupt gehabt. Ach, die Bären lasse ich jetzt mal Bären sein. Die bitte einfach noch zum Pokémon Center, ey. Oh, Gottes Willen. Hallo. Ich wollte nach Elysis, aber einige Pokémon haben mir den Weg versperrt. Ja, das waren haufenweise Nidos. Schleide mit einer komischen, fancy Musik. Und Team Galactic. Juhu! Ist hier was? Mini-Pilz. Ah! Nicht, dass gerade das Gelbste vom Eier sieht, aber irgendwie so verdächtig aus hier hinten. Erstmal. Oh, eine Spielhalle. So, heutigen Part widmen wir uns komplett der Erkundung von Schleide. Ach ja, mach die mal bitte wieder fit. Ich bin sogar überlegen, ob ich das einmal im Quartz wieder mit reinnehme, weil, naja, wenn wir jetzt eh hier ganz Schleide erkunden, dann habe ich vielleicht die Chance, dass es doch nochmal schlüpfen tut. Wenn das weg ist, ist es ja auch gut. Pokémon bewegen. So. Hi, ich habe ein neues Sonnenschirm gekauft. Aber ich finde nicht, dass er vom Regen nass wird. Daher sehe ich mir eher immer die Wettbewerbsager an.
Ja, aber ein Ringschirm ist doch dafür da, nass zu werden. Das ergibt mir nicht so viel Sinn. Hi Oma. Wenn es Menschen gibt, die sie sehen wollen, erscheinen Pokémon in vielen verschiedenen Formen. Laut einer Legende hat der Kratzbeck Sinnoh in zwei Hälfte geteilt. Wenn mir ein Charlieros ansehe, ist da vielleicht sogar etwas dran. Ja, weil Charlieros leben jeweils auf zwei unterschiedliche Seiten der Sinnoh-Region und sehen auch ein bisschen unterschiedlich tatsächlich aus. So, aber ich will jetzt mal eben doch mal die Fausttafel. Gebe ich jetzt doch mal Alex. Alex, leider keine Waffe für dich, aber du kriegst dafür eine schnieke Faust. So, Psycho habe ich leider nicht so wirklich. Na gut, Remix habe ich mit Psycho. Der ist ja gerade nicht mit dabei. Ja, Gift, das habe ich auch noch nicht so wirklich. Und hier Münzamulett. Den gebe ich das jetzt einfach mal. Sammy, du musst mir Cash einbringen. Du bist jetzt mein Cash-Antreiber. Huch, eigentlich wollte ich da nicht lang. Kann ich mal zurück? So, was sagt ihr, Schöne? Das Team Galactic Boy stört mich. Es ist bedrohlich. Ich kann kaum schlafen. Ja, weil du auch hier nicht mal im Bett hast. Diese drohenden Dinger an den Gebäuden, sind sie... Was? Sind sie jetzt in? Also, es gibt mittlerweile schon so komische Trends, da will mich noch nicht mehr wundern. Ich bin in diese Stadt gekommen, um auf dem Kaufhaus Geld auszugeben. Aber mit all den Felsmännern hier wirkt der Ort recht kalt. Oh, Shopping-Tour. Herzlich willkommen. Ich gebe hier mein Geld aus, wie kein zweiter. Und ich gebe mein Geld aus, ich fühle mich gut bei. Denn ich gebe mein Geld hier richtig aus, oh yeah. Herzlich willkommen. Ich gebe hier mein Geld aus, herzlich willkommen. Ich lasse. Also ganz im Ernst, ich könnte hier wirklich Songschreiber fürs Kaufhaus werden. Ich würde ihn umsetzen, man, das glaubt ihr gar nicht durch meinen Gesang. Oh, Hyperbälle gibt es mittlerweile schon. Boah, dann nehme ich mal ein paar mit von. Ich habe zwar jetzt nicht so viel Geld, deswegen bisschen blöde, aber ein paar Hyperbälle nehmen wir schon mit. Oma, was sagst du? Ich habe Accessoires in Form von Pokémon. Bist du eins? Klippermaske. Ja, die Accessoires sind für mich ein bisschen immer unnütz. Dieses Kaufhaus garantiert höchste Kundenzufriedenheit. Also meine Kunden bis 50 hier gut enden. Ich klappe einfach mal jedes Stockwerk von mich ab. Hi, was hast du? Wie verschenkst du mir ein Poketouch in Werbeaktion? Müsstest du Zähler für Poketouch haben? Ja. Den Zähler kannst du bis 9999 ziehen, warum auch immer. Okay, hier sind die ganzen Drogen. Kein macht dir Drogen. Hallo? Was hast du? Die ganzen Kampfsachen. Interessiert mich auch nicht, also bin ich weg. Ich gehe mal in den Zerpurzel KP Plus, das erhöht die KP, oder aber nicht? Wo finde ich passende Kleider für mein Pokémon? Was? Protein? Also Protein. Achso, die empfiehlt mir die Drogen, das ist die Apothekerin. Hallo? Ah, der Gegner wird ordentlich eingeheizt. Kann eventuell Verbindung verfluchen. Okay, äußerst starke Attacke, die viel Schaden anrichtet. Okay, das ist Hyperstrahl. Der Angriff von einer Macht, die Spezialverteidigung des Gegners sinkt eventuell. Das ist, glaube ich, Fokusstoß. Ein Tacke, so ein Licht absorbieren, schießt ja voll. Das ist Solarstrahl. Das wäre aber was für Sammy. Ich kann ja mal Solarstrahl mitnehmen. Also, Solarstrahl ist echt billig. Gnadenlose Eis- und Schneeattacke, die alle Gegner trifft, sind einfach. Joa. Nehme ich auch mal mit. Der Gegner von einem mächtigen Donnerstab Paralyse bewirken kann, haben gesucht, okay. Verbrennung und Donner. Problem bei. Ich nehme es einfach mal mit. Problem bei der ganzen Geschichte ist ja auch ein bisschen. Ich glaube, sowohl Lina als auch Dings bringt das nicht richtig viel. Wenn die beiden mehr physisch angreifen. So, Mini-Pilz, erstmal weg damit. Nugget brauche ich auch nicht. Riesenpilz, nope. So. Ein bisschen Geld wieder reingemacht. Oh, was sind noch mit dem Garantierschutz und Integration? Ich glaube, das sind nur die ganzen Passivantagen.
Ja. Aber die lassen sich einfach mal gut sein. Um sie zu vergessen, habe ich meine Geheimnisse in einem Brief zusammengefasst. Aber wenn du jetzt nicht mal liest, dann habe ich ein großes Problem. Hallo Nida. Mhm. Der Pokémon von Typ Feuer darf ich Feuersturm empfehlen. Ah, siehst du, doch Feuersturm. So, Hallöchen. Der Junge hatte keinen Pokémon. Er sagt, er trainiert sein Image. Ah, das war für. Okay, ich weiß, wofür es ist. Kann ich euch auch genommen zeigen. Das ist für einen Untergrund. Ja, das ist für einen Untergrund. Kann ich euch gerne mal nochmal im Laufe der Zeit mal zeigen. Wenn ihr ein wildes Pokémon begegnet, verwendet sofort einen Flopball. Ich hab doch noch gar keinen Flopball. Wo krieg ich den Flopball her? Ich hab doch noch gar keinen Flopball. Jetzt brauche ich den was zu trinken. Joa, trinken kann ich auch gut brauchen. Ich weiß aber gar nicht, wo Flopbälle? Ich habe gar keinen Stockwerk gesehen, aber Pokébälle. Und ja, die sind billiger, die Wasserautomaten sind billiger als Tränke zu kaufen. Deswegen kann man sich hier schön eindecken und man spart noch ein bisschen Geld. Aber meistens dauert das mal so lange, deswegen, naja. Kriege ich schon wieder ein Hi. Seit Jahren kaufe ich hier ein. Ha, und jetzt soll ich ein normaler Kunde sein? Ein junger Pokémon-Trainer. Wie alt brauche ich diesen Klettdorn nicht mehr? Ich schenke ihn dir. Klettdorn? Was war das nochmal? Ein Pokémon kann Kletton halten, wenn es getroffen wird. Dann haftet sich der Kletton an den Gegner und fügt ihm Schaden zu. Zwei starke Jungs stehen hier. Das ist alles, wo ist das Problem? Ich sag ja nicht, dass es ein Problem ist. Ich sag nur, warum steht ihr zusammen hintereinander? Aber wo. Gab es hier irgendwo Pokébälle, was ich hier übersehen habe? Nutze Items für Pokémon-Kämpfe, das waren wohl die Steroide. Was waren hier? Waren hier die TMs? TM. Oh, waren die doch im Erdgeschoss? Das habe ich noch nicht genau hingeguckt. Kann auch sein, dass sie einfach zu blöd war gerade. Habe ich die Dame daneben angesprochen? Ja, die haben beide nur das Gleiche. Warum quatscht die Junge dann schon mit dem Flottball, den man aber noch gar nicht hier kaufen kann? Komisches Kind. Spoilert mich schon und ich kann nichts machen, der ist unfair. So, okay. Ich schau mal, was habe ich denn hier so? Bam. Donner. Ja. Donner ist. Speziell. Kann außen liegen, aber. Solarstrahl, wie sieht es damit aus? Bin mich schon ein bisschen überlegen, ob ich da. Können alle. Bis auf Line. Line hat keinen Bock. Blizzard? Also, wenn irgendjemand vor euch einen Blizzard kann. Damn. Nein. Aber Solarstrahl hätten alle Bock. Wie alle physische Angreifer seid. Gut, Silver ist es nicht. Sammy auch nicht. Also wenn, dann hätte ich mir eh gedacht, dass ich Silver einfach mal anbiete. Och, Silver, komm. Weißt du was, du kriegst jetzt einfach mal Solarstrahl von mir gelernt. Dass du eine Babo-Attacke drauf hast. Komm, pack mal Tackle raus. Und Silver lernt dann mal Solarstrahl. Ich hätte noch mal gucken sollen, ob es ist Sonntag zum Beispiel. Sonntag ist. Hey, die Arenaleiterin von Schlaide. Marius hat ihr. Hi, das ist die Arenaleiterin von Schlaide. Marius ist der Leiter in Weideburg. Dann haben wir Lamina in Herzhofen. Die sind alle viel zu stark. Ich bin nicht mal annähernd so stark. Da musst du mehr trainieren. Spiel ist gefährlich. Warum? Nun, man hat doch so viel Spaß, man viel Zeit vergisst. Oder sein Geld. Ich habe Spieler in TM gewonnen und ich habe sie gleich an meiner Pokémon beigebracht. TM ist nicht schlecht. So komplett unnötig, der Schulter geklatscht, aber okay.
man sich nicht bewegen kann und gleichzeitig tippen kann. Ey, ist ein bisschen nervig. Das ist ein mysteriöser Metroid, der von mir gefallen ist. Ich glaube, es gab hier früher mal Gerüchte über Deoxys, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche. Dann gehe ich mal zur Spielhalle. So, was gibt's denn hier für ein Glücksspiel? Also die Musik ist geil. Willkommen in der Spielhalle! Okay, du willst Münzen für die Spielhalle, aber du hast keinen Münzkorb für die Münzen. Ich glaube, junger Mann nebenan hat noch einen übrig. Also der ganze Mal, die Musik ist ja voll geil. Es gibt hier tolle Preise, aber ganz Münzen. Wo ist denn jetzt ein Punkt? Komm, lass ein paar Münzpreise eintauschen. Welche Preise hältst du denn gerne? Seinschall groß in Zoom mit Metronom. Oh, Alter. Was man da alles holen kann. Wenn Münzkorb hier bekommen, angeblich gibt es einen Clown, der welche hat, aber ich weiß nicht wo. Ein Clown? Ein Clown, der Münzkorb verteilt. Was haben die eigentlich alle hier immer mit den Clowns? Bist du ein Clown? Scheiße, es ist Staat der Felsen, wir haben keine Metroiden. Also wir haben das aber zwar nichts damit zu tun, aber ich gebe dir eine technische Maschine. Was hast du mir jetzt einfach gegeben? Wenn dann geh ein Itemsperre auf dein Pokémon an, dann kannst du diesen Pokémon keine Items mehr einsetzen. Nun genießt deinen Aufenthalt, schlei dir. Joa. Nett. Oh, sind wir wegen müde? Nein, nicht du. Ich meine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich einen deiner Pokémon Massage geben. Hey, brauchst du eine Entspannung? Gib mal Alex. Die ist immer so hart am Arbeiten. Dann mal los. Alex schaut verträumt und zufrieden. Übrigens, hier ist Pokémon das hier. Glitzerpuder. Alex, hast du zu viel Make-up aufgetragen? Also, ich kann nur einmal. Sorry, Line. Der Kerl mit den Schals in Waldburg ist der Freund meiner Schwester. Was? Der Kerl mit den Schals in Waldburg ist der Freund meiner Schwester. Sie schicken sie regelmäßig Briefe und die Pokémon stellen die Briefe zu. Okay, Kerl mit Schal merke ich mir mal. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, aber kann man ja mal gucken. Ah, da ist ein Clown. Hey du, achte auf den Münzen. Dreh. Welcher Münze? Links oder rechts? Wir haben sie nicht. Es ist immer links oder was? Hallo, es ist wirklich nur Glück oder was? Tatsächlich. Das ist einfach nur random. Toll. Kann ich auch bei Genshin Impact ziehen. Da habe ich aber auch immer Pech. Das ist genau das gleiche Prinzip. Kopf oder Zahl. Du hast einen 5-Sterne-Charakter-Kopf, du hast ihn bezahlt, du hast ihn nicht. Das ist genau das gleiche Prinzip. Meistens schaffe ich jemals, nicht zu haben. So, dann schaue ich euch, zeige ich euch mal besser gleich die Spielhalle noch. Und beim nächsten Mal machen wir die Arena. Wenn ich dafür überhaupt schon bereit bin. Du brauchst mindestens mal 1000 für 50 Münzen. Boah, gut, okay. Gut, ich habe mal ein paar Münzen. Alter, die Musik geht voll ab. Okay, wie geht das denn? Okay, X-Münze einwerfen. Ach so. Der funktioniert super. Ich glaube, Spielhallen gibt es ja im Pokémon nicht mehr, weil die Leute zu sehr Angst hatten, dass die Kinder davon abhängig werden. Weil es so eine Form von Glücksspiel ist. Na! Ah! Ich wusste, dass Pikachu mir kein Glück bringt. Aber einarmiger Bandit ist eh ziemlich Geldabzockerei, wie ich persönlich finde. Ich bin voll schlecht, merkt man, ne? Das ist der Grund, warum ich nicht ins Casino gehe, weil ich scheiße bin. Yeah, ich hab nicht mehr das rein, was ich investiert habe.
Super! Vor allem, du kannst nicht schnell A drücken, also du musst wirklich die einzelnen Tasten drücken. Das ist noch mehr schwieriger, die Sachen abzutimen. Ah, am besten ist es sogar Team Galactic zu kriegen oder die 7. Sag's nicht immer so einfach. Replay, toll. In der Stunde sage ich euch, komme ich hier als neuer Versuch. Es macht hier voll Spaß und ich bin überhaupt nicht süchtig. Ich spiele jetzt hier jetzt eine Stunde lang in den Pass, quatsche hier irgendein Müll und dann klappt das schon. Und ihr seht, wie man richtig spielt. Ich zeige euch jetzt durch mich, wie man sein Geld aus dem Fenster rausschmeißen kann. Das ist halt was Pädagogisches. Das Spiel ist scheiße. Gibt's hier keine anderen Spielautomaten? Ey, alles. Warum investiert man dafür Geld? Ey, wenn das wenigstens noch irgendwie, keine Ahnung, Spiele wären, die irgendwie geil sind. Aber das ist scheiße. Das ist einfach nur. Einarmiger Bandit nennt sich das ja. Und das ist. Da kannst du Geld auch gleich verbrennen. So. Habe ich euch jetzt alles gezeigt, was es hier zu erkunden gibt? Gut, das Team Galactic Beute, ja, aber es hat noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich habe euch aber jetzt wirklich alles gezeigt, tatsächlich. Ich glaube, mehr gibt es hier wirklich nicht zu sehen. Oh, doch. Hi, Lucius. Nida, nimmst du die Herausforderung in der Arena an? Hui, du bist von Mal zu Mal stärker, oder meine ich das nur? Was ich mache? Oh, ich habe Spieler angesehen und, naja, ich meine, ich arbeite natürlich auch mit Pokédex, aber wie dem auch sei, halt die Ohren steif. Man sieht sich später. Er hat da auch sein ganzes Geld wie ich drin verloren. Na gut, mein Lieben. So, die Arena sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.